Heyo und moin, willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition. Heute mit dem Kostümieren von Ephusia. Und wir nehmen natürlich. Wir geben Ephusia einen Tennisschläger, einen netten Hut. Gürtel, okay, den Tennisschläger nehmen wir wieder weg. Und das, meinetwegen. Und dann haben wir es schon fertig. Bravissimo! Ja, beide wirklich einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn ihr hierbei bei einem Musical mitmacht. Alle Informationen dazu erhaltet ihr an der Rezeption. Also, ich sehe das Ergebnis eurer Arbeit dann auf der Bühne. Tschüss. Okay, ich würde sagen, da wir jetzt hier drin sind, auch gleich mal anfangen. Was mache ich nur? Das Musical reizt mich sehr, aber es gibt noch so viel andere Attraktionen hier. Ich habe mich entschieden, ich mache erstmal eine kleine Stadtbesichtigung. Bis später, Marcel. Da wir halt jetzt hier in diesem Musical sind, würde ich sagen, befassen wir uns auch mal mit dem Musical. Willkommen zu Pokémon. Eine Teilnahme ist auch für einzelne Personen möglich. Möchtest du mir ja bitte wieder mal was teilnehmen soll. Da wir Ephusia beim für sich schon gekleidet haben, nehme ich natürlich Ephusia. Wähle das Programm, an dem du. Warte mal. Nein, ich hab doch. Ah, verdammt! Egal. Willkommen im Musiktheater. Es freut mich immer sehr, Mitwirkende begrüßen zu können. Ganz besonders grüße ich heute Marcel mit Ephusia. Eugen mit Hamsala. Sonja mit Trixie. Hall mit Rotgurt. Nun zum Programm. Heute führen wir Promi-Reigen auf. Das ist eher was für Männer. Die sehen das am liebsten. Also dann, auf die Deko, fertig, los. Ja, wie? Toll. Okay, unser Ephusia natürlich kostümieren wieder. Kommt dann mit den. Und die natürlich. Den Gürtel, nee. Den lassen wir mal weg. Wir nehmen mal. Komm hier. Und natürlich. Na, komm. Yeah. Unser Ephusia. Mir scheint, du bist bereit. Dann geht das jetzt auf die Bühne. Ah nein! Boah, wie viele Leute gucken denn zu, ey. Einmal oben und einmal unten und der Vorhang geht auf. Und wer kommt raus? Ephusia! Ein Nacklotz. Ich hoffe, ihr könnt es auch gut erkennen auf dem Bildschirm. Weil es ja doch ziemlich klein. Woohoo! Jetzt können wir hier Einsatz machen.
Mein E-Fußab sieht irgendwie cool aus. Die Rose fliehen. Dann. Also ziemlich nett ist es schon gemacht, aber ziemlich langweilig auch nach einer Zeit. Yeah, for there. Woohoo! Jetzt sind auch Knucklords und die anderen beiden Pokémon kenne ich nicht. Yeah! Woohoo! Das kenne ich aber nicht, das Pokémon. Yeah! Yeah-hoo! Also es wird wirklich auf die Dauer langweilig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vorbei? Nee, schade. Hallo? Geht das nochmal vorbei? Ich wollte gerne noch weiterspielen. Wie jetzt? Ich kann die Kamera sogar bewegen. Ah, jetzt klingelt bei uns das Telefon. Okay. Ja, Desktop-Anzeigen. Mhm. So, der aktuelle Musical-Schnappschuss im Musiktheater ausgestellt werden? Ja, klar, warum nicht? Wirklich sehr gut gemacht. Das war ein wunderbares Musical. Und als Beweis habe ich hier Fanpost an alle. Na komm, Freude auf. Ich bereiche euch jetzt noch einander Briefe. Okay. Was für ein Deko-Spaß. Ein wirklich spezielle Kostümierung von Marcel. Die Choreografie war auf dem Punkt eine echt spezielle Sache. Du musst beim nächsten Mal wieder mitwirken. Okay. Coole Kostümierung von Sonja. Ja, sag das jetzt bei jedem. Oh, ey. Danke für die Teilnahme am Musical. Ich erwarte auch in Zukunft Großes. Einen schönen Tag noch. Cool. Also, war doch ziemlich cool. Aber trotzdem, für mich ist das nichts. Es hat nicht so lang gedauert. Wir haben jetzt fast einen ganzen Part noch für die restliche Musical-Pro-Aufführung da gebraucht. Oh. Papa, was machst du denn hier? Na was wohl, ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt und du bist wirklich weit gekommen. Aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will mit Marcel und den Pokémon meine Reise fortsetzen.
Nicht sei. Jede Reise ist einmal zu Ende und daheim ist daheim. Aber ich bin nicht wie du, Papa. Setze deine Reise nun fort, meine Kleine. Was soll das? Ich bin ihr Vater. Was mischen Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin die Arena-Leiterin von Rayono City und außerdem noch Model. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit oft auch ihre Meinung. Und manchmal können die Meinungen anderer ziemlich verletzen. So ist es, und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch, im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass das auch gut so ist. Und keine Angst, Belle ist ja nie allein. Ein Trainer hat immer seine Pokémon im Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie Verlass. Oh, wunderbare Pokémon. Bitte, Papa, ich weiß, dass du dich um mich sorgst, was Schlimmes auf der Welt passiert. Aber es gibt so viele gute Menschen und zusammen mit den Pokémon bin ich auch stärker geworden. Du hast ja recht. Wenn es stur von dir ist, auf deiner Reise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, sie dir zu verbieten, genauso stur. Es scheint also, als sei ich der größte Kindskopf von uns beiden. Es bedurfte der Worte einer Arena-Leiterin, damit ich das erkenne. Belle, wenn du das wirklich tun willst, dann ist das auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Marcel, pass bitte gut auf Belle auf. Ja, werde ich machen. Hau rein, ne? Wir sehen uns. Papa, sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Ganz bestimmt war er früher ebenfalls ein Trainer und viel auf Reisen. Eltern haben es auch nicht mal leicht. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen, ich wollte doch nur helfen. Also meine liebe Trainer, ich erwarte euch in der Po-Arena. Dort werdet ihr erfahren, welche Herausforderungen in eure Reise mit sich bringen. Sie ist ja so cool. Ich will später auch mal so eine tolle Frau wie Camilla sein. Was wohl einmal aus mir werden wird? Wie auch immer, zuerst muss ich den richtigen Weg für mich finden. Bis bald, Marcel. Oh, so viele Emotionen, ey, das ist ja... Oh, das geht ja mal gar nicht. Okay, wo geht's? Nein, hier geht's wieder woanders dahin. Da will ich jetzt nicht. Oh, die Musik war schön. Ich will die nochmal hören. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt in den Vergnügungspark. Ich habe jetzt Lust, hier reinzukommen. Ja, wie? Extra hier für ein Tor gemacht. Oha. N. Marcel. Du suchst die Plasma. Sie haben sich ins Innere des Vergnügungsparks geflüchtet. Folge mir. Ja, wie? Folge mir. N. Seit wann hilfst du mir? Hallo? Weit und breit niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad, vielleicht sehen wir aus der Höhe. Ich liebe Riesenräder. Mechanik in Perfektion mit mathematischer Präzision. Ja, ich war Riesenrad. Ist ja mal geil. Ich sehe mich. Wir sind gleich oben am Ziel. Aber warum hilft uns N? Ich sage dir die Wahrheit. Am besten gleich. Ich bin der König von Team Plasma. Was? Oh mein Gott. N? König? Von Team Plasma?
Das sieht irgendwie stylisch aus. Sie haben beide Mützen auf und sehen beide gleich fast aus. Jesus hat mich um meine Mithilfe bei seinem Plan zur Rettung der Pokémon gebeten. Aber Anne, warum? Wieso tust du uns das an? Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? Ja, frage ich mich, aber ich weiß ungefähr wie viele, über 400, nicht sogar über 500 schon. Ja, ist okay, 500 sogar. 493 Pokémon seit dem Diamant und Perl Platin Edition. Jetzt über 500 mit Schwarz-Weiß. Und nochmal vielleicht über 100 mit Schwarz-2 und Weiß-2. Ja, ist klar. N. Alles in Ordnung? Alles bestens. Um die Pokémon zu retten, muss ich zuerst meine Leute beschützen. Während ich kämpfe, flieht von hier. Also dann, Marcel, teilst du meine Vision? Nein? Verstehe, sehr bedauerlich. Also dann, für meine Zukunftsvision. Ich kann hier und jetzt nicht gegen dich gewinnen, aber damit Team Plasma fliegen kann, muss ich dich aufhalten. Ach, er weiß, dass er nicht gegen mich gewinnen kann, kämpft aber trotzdem gegen mich. Eine Herausforderung von Team Plasma N. Ganoviel. Super, und ich habe meine Nefroset natürlich nicht vorne. Flump your nose. Okay, den Kampf mache ich jetzt noch. Ich will den Kampf hier wenigstens haben. Sandgrab. Okay, das ist sehr effektiv. Das ist auch effektiv. Ich werde von Sandkampf geschadet, er nicht. Irgendwie fies. Dein Pokémon sieht glücklich aus. Ey, du kennst mein Pokémon-Team noch nicht einmal und sagst, dass es schon glücklich aussieht. Das ist ja mal Gewissheit. Super. Ich habe wenigstens überleben können. Oder wenigstens irgendeine andere Attacke gezeigt. Ja. Hochmut. Klar, warum? Soll ich mal probieren? Okay, komm. Ich probiere es mit Solarmark. Solarmark, los! Streng dich an! Vielleicht kriegst du auch ein Level ab. Okay. Solarmark. Aquaknarre. Ganoi, Gewissheit. Ganoi. Ah, Mann! Blödes Solarmark, geh weg! Jetzt zieh dich! Bist es nicht wert zu kämpfen? Okay. Da bleibt mir nur noch eins. Evosaur. Evosaur. Bam. Krankenhieb Evosaur. Evosaur. Ganoviel. Evosaur. Flampion. Ja, genau. Übertreib mit einem Flampion. Ist klar. Flampion. Los. Flampion. Okay. Bodycheck? Hilft das? Okay, also komm schon, Feuerschlag. Ja, ist
Klar! Hallo? Ach so. Oh, Mann! Streng dich an, Navitaub. Navitaub, Windstoß! Navitaub! Nein, Scanner nicht erlernen. Zurückkeks. Okay, Leute, bevor ich jetzt nicht weiß, welches Pokémon das ist, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Haut rein, bis dahin, tschüss, euer Maxi. Ciao.